Heute habe ich einen Airdrop Guide mitgebracht von D-Bank. D-Bank ist, wie will man das ausdrücken, quasi ein kleiner heranwachsender Social Media Riese. Und ich blende jetzt hier schon mal die Roadmap ein, was eigentlich so zu machen ist. Ihr könnt davon ausgehen, sobald diese Grafiken hier stattfinden in meinen Airdrop Guides, dass es auch ein etwas größerer Airdrop wird, beziehungsweise ich davon ausgehe, dass der mir zum größten Tier gehört. Und wenn wir jetzt aktuell mal gucken, was im Funding zusammengekommen ist bei D-Bank, dann sind wir aktuell bei 25 Millionen US-Dollar. Wir müssen aber bedenken, aktuell haben wir hier bloß eine Serie A dastehen. Eine Serie B und C wird höchstwahrscheinlich noch kommen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ein Krypto-Projekt startet, dann fangen sie erstmal an, Geld einzutreiben bei anderen Firmen, mit denen sie so sind, wo irgendeine Connection besteht. Ist dann etwas Geld vorhanden, fängt man eben an, ein Protokoll aufzubauen, eine Nutzerbasis, ein Social-Media-System und überhaupt zu gucken, dass das alles auch funktioniert. Ist das dann alles letzten Endes geschehen, dann geht man hin und macht ein weiteres Funding, wo man dann eben präsentieren kann, was man bisher schon geschaffen hat. Und da ist D-Bank tatsächlich ziemlich krass unterwegs. Das werdet ihr auch gleich sehen. Meine Vermutung ist, oder meine Behauptung ist, die ich aufstelle, D-Bank wird es höchstwahrscheinlich schaffen, Twitter als Nummer 1 abzulösen, was Social Media hinsichtlich des Crypto-Space betrifft. Diese Behauptung stelle ich jetzt einfach mal so auf. So, jetzt haben wir hier diese Roadmap gesehen. Ich habe mich erklärt. Ich würde sagen, wir fangen an und gucken, was zu machen ist, um letzten Endes den Airdrop, den potenziellen Airdrop wohlbemerkt, von D-Bank abzustauben. Viel Spaß! So. Ich bin jetzt hier gerade in meinem eigenen Profil drin und die Wallet, die ihr hier seht, ist meine öffentliche Wallet, die ich jedes Mal mit euch teile, wenn es um irgendwelche Airdrop-Guides geht. Das erste, was wir jetzt machen, ist, dass wir uns um das TVF kümmern, also das Total Value of Followers. Das seht ihr hier. Und ich habe hier aktuell drin 142.000 Dollar. Und hier sind die dazugehörigen Follower, 463. Euer Ziel muss es sein, dass ihr eben mehr als einen US-Dollar an TVF zur Verfügung stehen habt, beziehungsweise dass das hier eben dann angezeigt wird. Sobald ihr das erreicht habt, seid ihr potenziell für einen Airdrop berechtigt. Wie macht man das nun am besten? Wir gucken zuerst einmal hier auf dieses Feld. Hier seht ihr die D-Bank Layer 2 Balance. Und an dieser Stelle möchte ich es einmal betonen, und zwar D-Bank hat seinen eigenen Layer 2, der momentan in der Entwicklung ist. Und sobald dieser halt tatsächlich richtig zur Verfügung steht, könnte es eben zu einem potenziellen Airdrop kommen. Ihr seht jetzt bei mir beispielsweise, dass ich hier bei meinem Layer 2 von D-Bank aktuell 3,90 Dollar drin habe. Ich gehe hier einmal kurz drauf und dann könnt ihr hier auch die History sehen, was da eigentlich alles so passiert ist. Ich habe zum Beispiel heute zweimal schon zwei Posts verfasst, die ich dann eben mit Geld ausgestattet habe. Das zeige ich euch jetzt gleich einmal. Das ist nämlich relativ wichtig, dass ihr das macht. Wenn wir nämlich jetzt einmal zurückgehen auf Home und wir gucken uns jetzt hier wieder das komplette Profil an, dann gehen wir einmal kurz auf Stream. Ihr werdet, wenn ihr damit startet, höchstwahrscheinlich hier bei D-Bank Layer 2 Balance 0 Dollar stehen haben. Denn das müsst ihr euch aufbauen. Das bedeutet, ihr könnt selber Posts verfassen. Ich beispielsweise habe vor einer Stunde hier diesen Post verfasst zu Jumper Exchange, wo ich halt diese Multichain einmal erkläre und darauf eingehe, was diese Multichain so besonders macht. Ihr seht jetzt hier unten, dass ich einen Reward reingestellt habe von 50 Cent. Wenn ich einmal auf diesen Freed draufklicke, dann seht ihr eben hier den gesamten Post, der zur Verfügung steht. Und hier unten seht ihr beispielsweise, hat einer der Nutzer einen Beitrag dazu geschrieben. Wenn wir jetzt hier oben bei den Stats schauen, dann sehen wir die Top Contributor. Also die, die eben den Beitrag zur Verfügung stellen, beziehungsweise wie wertig dessen Beitrag ist. Puls beispielsweise hat relativ viele Follower mit 235 und hat auch eine hohe Gesamtsumme von 11.000 Dollar. Dementsprechend ist der Beitragswert von Puls relativ hoch. Und hier seht ihr eben insgesamt, wie das alles sich zusammenfügt. Nun müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Dieser Beitragswert, der hier zur Verfügung gestellt wird, hat auch einen tatsächlichen Wert. Das Ganze ist eben so gegliedert, ich gehe wieder zurück auf Home, dass hier diese Layer 2 Balance per Algorithmus euch selber dann zeigt, beziehungsweise euch selber dann auswählt, also der Algorithmus, was für ein Gegenwert wieder in eure Wallet reinkommt.
Ihr bezahlt für einen Post nichts, stellt aber gleichzeitig eine Balance des Geldes zur Verfügung. Das bedeutet, wenn wir hier gucken, ihr bekommt immer wieder mal etwas Geld aus dem Stream von irgendwelchen Reward-Pools. Ja, hier seht ihr es, hier habe ich 2 Cent erhalten, hier habe ich 5 Cent erhalten, hier habe ich 48 Cent erhalten und. Hier beispielsweise habe ich einen Lucky Draw gemacht, darauf gehe ich gleich auch noch einmal ein. Aber ihr seht, wenn ihr einen Post verfasst oder wenn ihr eben daran teilnehmend, wenn wir hier auf Stream gehen und ihr seht jetzt hier beispielsweise einen Beitrag, da könnt ihr hier hingehen und hier beispielsweise einen Repost machen oder diesen auch trusten, dann seid ihr automatisch schon hier mit drinne in diesen Stats und werdet dann dementsprechend irgendwann auf eurer Wallet selber Geld haben. So, viel erklärt, aber letzten Endes bedeutet das für euch, damit ihr hier auf dieses TVF kommt, macht Posts und nehmt am Postzahl bzw. repostet und, dann werdet ihr automatisch Follower haben. Die einfachste und schnellste Möglichkeit, um schnell Follower zu erhalten, ist, wenn ihr auf Post geht und ihr macht einen Lucky Draw. Bei den Lucky Draws ist es so, dass ihr in der Layer 2 Balance, die ihr habt, einen Preis setzt. Ihr sagt jetzt beispielsweise, jeder Gewinner bekommt beispielsweise einen Dollar und wie viele Gewinner soll es geben? Ein. So, dann ist das Total Payment einen Dollar. Dann guckt ihr halt hier, was muss da drinnen stehen, damit letzten Endes die Nutzer daran teilhaben können. Sie müssen beispielsweise Holder einer Web3-ID sein und man könnte beispielsweise hier noch hingehen und sagen, dass insgesamt das Volumen bzw. das Geld, was in der Wallet zur Verfügung steht, muss beispielsweise höher sein als 10.000 Dollar. Dann könnt ihr hier Post machen und macht beispielsweise, dass halt dieser Draw 24 Stunden geht. Und ich verspreche euch definitiv, ihr werdet sehr, sehr viele neue Follower bekommen, weil man eben umsonst, wenn man einmal bei diesem Lucky Draw mitmacht, als Gewinner gezogen werden kann und einen Dollar automatisch auf seine Layer 2 von D-Bank erhält. Und die Grundvoraussetzung dafür ist eben, dass man euch selber abonniert bzw. euch folgt und eurem Profil. Und sobald das dann geschehen ist, habt ihr definitiv mehr als einen Dollar drin. So, so viel dazu. Damit wäre das TVF eigentlich schon geklärt. Das ist tatsächlich eigentlich mit so die schnellste Möglichkeit, um sich potenziell für den Airdrop von D-Bank zu qualifizieren. Kommen wir nun einmal zum Web3ID. Also das seht ihr hier. Die Web3ID sagt im Prinzip Folgendes aus, und zwar, dass ihr euch einen persönlichen Namen geben könnt. Wohl bemerkt, das ist mit tatsächlich echtem Geld verbunden, und zwar müsst ihr hier auf der D-Bank Layer 2 einmal 96 US-Dollar einzahlen. Wenn ich hier einmal kurz auf die Layer 2 Balance gehe, dann werdet ihr nämlich sehen, ich muss mir eben kurz einmal ein bisschen zurück, dass ich hier am 18.08., also vor ein paar Tagen, 96 Dollar eingezahlt habe, beziehungsweise 100 Dollar eingezahlt habe. Über Arbitrum habe ich hier eine Transaktion durchgeführt und habe dann hier 96 Dollar für diese Web-ID bezahlt. Wenn ihr das macht, dann behaupte ich jetzt einfach mal ganz stumpf, ist das tatsächlich die größtmögliche Möglichkeit, um an dem potenziellen Airdrop von D-Bank teilzunehmen, denn D-Bank will ja doch Geld verdienen und wenn man hier eben diese 96 Dollar ausgibt, verdient D-Bank damit Geld und ich vermute ganz stark, das ist die höchstmögliche Qualifikation, um sich eben für den Airdrop zu qualifizieren. Ihr müsst das aber nicht tun, das sei damit ganz klar gesagt. Wie könnt ihr nun hier Geld einzahlen auf den Layer 2? Und zwar, wenn ihr hier hingeht auf Deposit to Layer 2, dann guckt ihr, dass ihr eben eine Chain auswählt, wie beispielsweise Arbitrum. Dann seht ihr hier letzten Endes die Wallet-Adresse von D-Bank. Ihr setzt einen Token ein. Ihr könnt bloß USDC oder USDT nehmen. Wenn wir jetzt beispielsweise USDC haben, ich habe da jetzt aktuell zu wenig drauf, aber wenn ihr dann eben einen ganz normalen Swap macht auf Arbitrum, wo ihr beispielsweise Ether nehmt und diesen zu USDC swappt, könnt ihr hingehen, den USDC-Bestand nehmen und dann hier einmal sagen, ich möchte dort einmalig 100 Dollar an USDC auf den Layer 2 einzahlen. Dann macht ihr hier Confirm Deposit und dann ist das Geld drauf, beziehungsweise das dauert dann 1-2 Minuten, dann ist das Geld drauf und dann könnt ihr letzten Endes hingehen, wenn wir jetzt hier mal wieder auf Home gehen. Bei euch steht nämlich hier Mint Web3ID und nicht irgendein Name. Ja, ihr werdet also noch namenlos dort sein und da wird eben nur eure Wallet angezeigt werden. Wie gesagt, das ist kein Pflichtprogramm. Ich rate aber dazu, sich einmal diesen Web3ID-Namen zu besorgen. Gebt dort irgendeinen kurzen Namen ein und dann ist das Thema damit auch gegessen.
Nun kommen wir zu dem dritten und letzten Punkt. Und zwar geht es nun um die Wallet selber. Das ist dieser Wallet-Bestand hier. Ihr müsst gucken, dass ihr mehr als 1000 US-Dollar in eurer Wallet drin habt. Ja, wie macht man das nun? Ja, letzten Endes müsst ihr eigentlich im Prinzip nichts anderes machen, als mal eine anderen Airdrop-Guides zu gucken. Und dann habt ihr definitiv irgendwann mal 1000 Dollar in eurer Wallet drin. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich, ihr geht über irgendeine zentrale Exchange, beispielsweise Binance oder von mir aus auch Coinbase, ja, zahlt dort eben Fiat-Geld ein wie Euro, Udo, US-Dollar, kauft Ethereum bzw. Ether oder USDC oder Tether oder. Wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was wir halt hier kaufen können an Token. Letzten Endes rate ich euch tatsächlich dazu, kauft dann erstmal USDC oder USDT. Etwas Ether natürlich, damit ihr auch letzten Endes eine Transaktion durchführen könnt. Und ja, wenn ihr dann 1000 Dollar da drin habt, seid ihr ebenfalls dazu berechtigt, hier an diesem Airdrop von D-Bank teilzunehmen. Kommen wir jetzt noch einmal kurz zu ein paar anderen Sachen. Hier beispielsweise die Badges. Es wurde jetzt schon mehrfach auf Twitter geschrieben und bei uns auch in Discord wurde es einmal kurz genannt, dass man eben die Badges am besten sich besorgen soll, da man eben sich so für den Airdrop qualifiziert. Ich möchte an dieser Stelle einmal betonen, dass die Qualifikation für den Airdrop nicht über die Badges geht. Ja, es hängt also nicht davon ab, wie viele Web3-Badges ihr habt oder ob ihr überhaupt irgendeinen Badge euch bisher confirmed habt, also beziehungsweise besorgt habt. Denn wenn wir jetzt hier einmal gucken, wir können jetzt beispielsweise hier hingehen und sagen jetzt einfach mal, wir hätten beispielsweise hier 1 Million TVF, dann können wir hingehen. Und dann könnten wir hier oben auf Mint klicken und dann könnt ihr völlig umsonst dieses Badge euch besorgen. Das ist aber tatsächlich kein Muss. Ihr müsst definitiv nicht diese Badges besitzen. Macht es aber trotzdem, geht ruckzuck, das dauert 5 Sekunden, hier eben schnell, wenn man 100 Follower hat, sich beispielsweise diesen Badge zu besorgen. Ja, hier seht ihr es, ich habe ihn am 19.08. gemintet, mit die Nummer 6084. Und das dauert wie gesagt keine 5 Sekunden, kostet kein Geld, macht das definitiv, ihr braucht es aber nicht. Das war's im Großen und Ganzen. Wenn ihr das macht und die ersten 3 Punkte erfüllt, also das Total Value of Follower, dann eben die Web3 Idea und hier 1000 Dollar drin habt, dann habt ihr definitiv alles das getan, was ihr machen müsst, um euch zu qualifizieren für den D-Bank Airdrop. An dieser Stelle noch einmal gesagt, es muss bloß 1 dieser 3 Möglichkeiten vorhanden sein, beziehungsweise bedeutet das, wenn ihr das TVF erfüllt, reicht das voll und ganz, um sich für den Airdrop zu qualifizieren. Erfüllt ihr bloß die Web3-Idea, habt ihr euch ebenfalls für den potenziellen Airdrop qualifiziert. Und wenn ihr bloß 1000 Dollar hier drin habt und die beiden anderen Dinger hier nicht habt, dann ist das auch nicht tragisch, denn auch dann habt ihr euch für den Airdrop potenziell qualifiziert. So laut GitHub. Ob das alles stimmt, ist eine andere Sache. Ich rate tatsächlich dazu, guckt, dass ihr alle 3 Dinge hier macht und guckt auch definitiv, dass ihr die Badges euch holt. Dann seid ihr tatsächlich auf der komplett sicheren Seite und habt euch qualifiziert für den potenziellen D-Bank Airdrop. Noch einmal eine letzte Sache. Folgt mir gerne hier, ja, mein Profil. Ich werde das unten mit in die Beschreibung einfügen. Solltet ihr mehr als 1000 US-Dollar hier drauf haben, dann werde ich euch definitiv auch folgen. Ja, ich folge euch dann zurück und ja, ich habe ja aktuell hier knapp 6000 Dollar in dieser Wallet drin. Ihr habt dann automatisch schon hier im TVF 6000 Dollar drin stehen, habt dann ja eigentlich schon potenziell euch für den Airdrop qualifiziert. Dementsprechend folgt mir bitte einmal, guckt unten in der Beschreibung rein, den Link anklicken, mir einmal folgen und dann ist das Thema auch gegessen. In diesem Sinne, euer Steve, wir sehen uns beim nächsten Mal.